springe F3, meinen Arm da drum zwirbeln. C5. Ja, macht er. So. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Heute geht es gegen Mephisto 3. Mephisto 3 was? Mephisto 3 S Glasgow. Ich nehme einfach mal an, in Glasgow war mal eine Computerweltmeisterschaft. Deswegen heißt er wohl Glasgow. Anders wüsste ich nicht. Ja, heute Morgen ist dumm gelaufen. Ich habe das Video aufgenommen, habe einfach nur den Ton ein bisschen langsamer gemacht, weil ich dachte dann, das war sogar noch schneller. Im Aufnahmeprogramm. Was mache ich denn? Ich mache mal D6. Und ich habe das aber dann hochgeladen und gar nichts weiter gemacht. Dann war ich bei der Bank etc., habe den Mundschutz gekauft, war einkaufen und so weiter und so fort. Und dann erst habe ich wieder nachgeguckt, was wohl da gelaufen ist und habe festgestellt, das war viel zu schnell, das Video. Nicht viel zu schnell, also der Ton war viel zu schnell. Das heißt, der Ton ging quasi nur sowieso nur ein Drittel der Länge des ganzen Videos. Und dementsprechend, der Ton war schon viel, viel weiter als das, was zu sehen war. Ich habe schon über die Partie gesprochen, über die Züge, die passiert sind. Auf dem Brett war aber immer noch die Grundstellung zu sehen. Aber das habe ich dir jetzt auch privat gestellt, das werde ich dann löschen. Weil jetzt sowieso nicht so was Bahnbrechendes war, es all die Hinverteidigung war das da. Irgendwann habe ich, er hat hier Doppelbauern bekommen, dann habe ich irgendwann alles weggetauscht, habe einen Freibauern bekommen. Da war dann der Turm dran gebunden, habe ich mir noch ein paar Bauern abkassiert, ein paar weitere Bauern. Ja, und dann war die Sache auch gegessen. Ich meine, da waren die Türme wurden auch noch getauscht, dann bin ich mit drei Bauern, habe ich in der Matt gesetzt. Läufer B5, ich glaube Springer C6 mache ich mal. Wollte er nicht mehr. Oder doch, oder nicht. D4. Also den Hocker habe ich hier noch stehen. Also Scusa deswegen. Das war jetzt nicht absichtlich, dass da quasi Mickey Maus Ton sein sollte. Das wäre vielleicht sogar noch gegangen, das Störende war aber eigentlich, was mich so gestört hat an dem Video dann, war die Tatsache, dass die Tonspur zu kurz war. Ich rede und tu und mach, spreche nachher hier die Züge und die Züge und es ist immer eine Grundstellung. Egal. So, Läufer die 7 ist manche Buchos. Da muss er den tauschen. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt. Ich meine, ja, ist wohl noch Theorie, was er hier spielt. Man ist es ja viel mehr gewohnt, dass die dann quasi instant ziehen. Er überlegt aber doch 2 Sekunden, macht dann einen Zug. Aber es scheint, dass er auch für Theoriezüge etwas überlegt. Springer F6 geht dann E5 für ihn. E5 schlägt. E6. G6, ja, G6 sowieso nicht. Wenn dann bisher den, ich kriege mir mal kurz die Hände ein. Die Hand kriege ich natürlich nicht hier liegen. Dann später. So, Läufer G5. Ja, es geht diese E5-Variante nicht so gut. Oder wenn ich die E5-Variante spiele, normalerweise steht der Läufer auf E6 bei dieser Variante. Und jetzt steht er auf C6. Ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist. E6, Läufer F6 schlägt, Bauer F6 schlägt oder Dame, Bauer F6 schlägt. Ich mache mal trotzdem E5. Ich hoffe, das ist in der Variante auch möglich. Das Problem ist nur später in der Variante, dass eigentlich ist das Quatsch, weil wenn er schlägt und ich habe den Läufer hier stehen, dann muss ich sowieso mit dem Läufer schlagen. Weil wenn der Turm auf D1 steht, hängt dann dieser Bauer. Meinetwegen, ja, ich muss jetzt erst die Dame ziehen. Läufer E7, Turm D1 und dann müsste ich ja irgendwie schon den Bauern gedeckt kriegen. Dame D3. Oder Spiel H6. Und wenn er nimmt, Dame nimmt, Springer D5, dann ziehe ich die Dame wieder weg, habe Läufer E7. Okay. Ich spiele erstmal H6. Läufer F6 schlägt. Dame F6 schlägt.
Ja, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, Turm D8 zu ziehen. Wenn Springer D5 kommt, mache ich Dame D8. Den Läufer geben will ich nicht, dann ist mir das alles zu schwach hier. Weil der Läufer den Bauern noch deckt. Dann ziehe ich Dame D8. Ja, Dame E6 wäre auch eine Möglichkeit. Ja, genau, Dame E6. Und dann mache ich Dame D8 und Läufer E7. Der Vorteil ist natürlich jetzt bei mir, ich muss mit dem Läufer nicht mehr auf F6 nehmen. Also Springer D5, Dame D8, Turm D1, Läufer E7. Ja, wäre aber auch schwach. Springer B5. Droht die Fork. Dame D8. Turm D1, Läufer B5, Dame B5, Dame D7. Dame D7, König D7, Springer E5. Das sieht ja schon mal schitte aus. Turm A8, König D7 sieht auch schlecht aus. Turm A8, vergiss es, Springer A7. Und das kann nicht sein, mit dem König in der Mitte zu wandern, um mit König D7 das zu decken. Das kann doch nur tot sein. Na gut, König D7, meinetwegen Turm D1. Dann droht er erstmal nicht zu nehmen, weil ich bin dann dreimal drauf. Dann A6. Dann Springer C3. Was dann? König C7. Und dann, wenn er nimmt, mit dem Läufer nehmen. Das sieht doch alles kaputt aus. Dame E7. Turm D1, Turm D8, Springer A7. Warum finde ich nichts Vernünftiges? Da sind sie mir aber hart entglitten hier. Verdammt. Ich kann aber auch nicht nehmen, wegen Dame nimmt Schach und dann muss der König ziehen und B7 fällt. Glaube ich, stehe einfach schon schlecht. E5 war einfach nur schlecht. Es hat ja auch keinen Sinn gehabt. Also E6 wäre bei weitem besser gewesen. Oder vielleicht doch G6, aber das ist ja auch Käse. Also was mache ich denn jetzt? Dame D8, Turm D1. A6. Springer E7, Läufer E7, Dame, Dame, Turm, Läufer E4, Springer E5. Oder ich mache Dame D8, Turm D1, Läufer E7, Springer, Läufer, Dame, Dame, Turm D6. Und dann mache ich F6. Wie will er sich den E4-Bauern denn decken? Ja gut, Springer D2. Läufer E4 schlägt, Springer E5 schlägt. Na, ich mach das. So, mal die Handcreme suchen. Ach, warum habe ich die mal weggetan? Vorher wusste ich, wo die ist. Und jetzt bin ich am Suchen. Gut aufgeräumt. Das kann auch mal weg. Stativtechnisch kann ich auch mal was anderes nehmen als den Mülleimer. Heute Morgen war ich dann bei der Postbank. Da stand erstmal eine Riesenschlange bis draußen. Das hat auch gedauert. Da ging zwei rein, da hat das gedauert und gedauert und gedauert. Gefühlt 5 Minuten, bis die mal rausgekommen sind, bis die nächsten reinkamen. Das hat ja schon gefühlt so lange gedauert, als hätten die den Corona-Schnelltest da drin gemacht, durchgeführt an den Leuten. So lange hat das gedauert. Danach war ich dann in der Apotheke, 2 Mundschutz holen. 2 Euro, meinte die Frau. War Mati erst, was kostet der? Ja, medizinischer Mundschutz, was kostet der denn? 2 Euro, ich gefragt, wie viele? Einer. What the heck? Habe ich 2 Stück geholt. Dann nähe ich mir jetzt doch lieber selbst eins zusammen. Ich habe da so ein Video gesehen, wie man aus einem T-Shirt ohne Nähen einen Mundschutz macht. Dann suche ich mir so ein altes T-Shirt raus und was ich nicht mehr brauche, mache mir selber einen.
Schon gezogen oder ist. Nicht, dass ich hier. Ach, der ist schon rochiert. Große Rochade. Okay. A6, Springer D6, Läufer D6, Dame D6, Dame D6, Turm D6, Läufer E4, Springer E5. Was ist denn, wenn ich Dame A5 ziehe? Springer, dachte ich, habe man noch nicht. Er ist ja auch noch mit Schach. Das ist das Schlimme. Läufer B5, Dame B5, Dame D7. Also Scheiße, die habe ich doch gerade schon gehabt. Dame D7, König D7, Springer E5. F6. Springer D6, Läufer D6, Dame D6, Dame D6, Turm D6. Läufer E4. Vor allem in der Apotheke, da muss man dann 2 Meter Abstand zu dem Schalter hinhalten. Bleiben Sie am roten Strich stehen. Die haben auch ein bisschen Angst natürlich, dass die jetzt diesen Shutdown wieder machen, wenn die merken, die Leute meinen, das wäre alles wieder normal. Und dann meint die Regierung, ja gut, oder das steigt wieder an mit diesen Infizierten. Dass das dann, um es mal ganz krass zu formulieren, plötzlich sind 1 Million Infizierte in Deutschland da. Dann machen die komplett zu, dann darfst du nur noch zu Hause bleiben. Ich frage mich, wie willst du das eigentlich mit dem Bus machen? Beim Fahrer kommt man gar nicht mehr hin. Wie soll man den Bus fahren, wenn man keine Monatskarte hat? Wenn man sich ein Einzelticket kaufen möchte, wie soll das eigentlich funktionieren? Kann ich dann keinen Bus fahren? In der Stadt war ich sowieso mit dem Rad, war ja noch schönes Wetter, bin ich mit dem Fahrrad gefahren in die Stadt. Macht mal ein bisschen Sport. Weil wenn man bei uns hier in die Stadt fährt, dann geht das erstmal. Ja, ab dem Bahnhof geht das ungefähr los, dann geht das erstmal ein ganz schönes Stück so bergauf. Ja, aber dann fährt man zurück auf wieder viel Bergabfahrt, dass man gar nicht treten muss. Das war ja blöd, als ich den Termin geholt habe für die Darmspiegelung. Für die Vorsorgeuntersuchung. Oder auf jeden Fall gehen ja mit so einer Sonde irgendwie rein, irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall Termine. Da musste diesen Schweriner Berg hoch. Ich wollte erst mit dem Fahrrad hinfahren. Da bin ich dann doch mit dem Bus gefahren. Mein erster Plan war, mit dem Rad hinzufahren. Springer, wohin? Springer H4? Okay, was nun? Was tun? Leider fällt der Bauer with Check. Das ist das Problem. Er fällt mit Schach. Läufer schlägt B5, Dame schlägt B5, Dame D7. Dame D7, König D7, Springer G6, Turm G8. Ich muss das tatsächlich machen. Läufer B5, Dame B5, Dame D7. Dame D7, König D7, Springer G6, Turm G8, Springer Turm F8. Vielleicht ist das besser, wenn ich hier möglichst viel Material reduziere. Ach, er macht noch gar nicht. Ah, doch, er hat schon gemacht. Und jetzt Dame D7. Ich sehe keine Alternative. Was soll die Alternative sein? König F7? Dann König D8? Mit der Idee Turm G8, Turm B8 und Attacke? Ich stehe immer noch scheiße, aber sagen wir mal, das Gute an der Stellung ist, ich habe keinen Bauern verloren. Vielleicht sogar König E6 danach. Also König D7 schlägt nach Dame schlägt. Dann bei Springer G6 natürlich nicht. Natürlich nur, wenn er den Turm nicht angreift. Meinetwegen bei Turm D2. Dame D5. Okay. Wie ist das, wenn ich hier groß rochiere? Ist das gänzlich abwegig, groß zu rochieren? Große Rochade, König B8. Dann habe ich ein bisschen mehr freie Hand. Da kann ich irgendwie Dame A4 oder irgendwas ziehen. Es droht ja auch Dame E6 Schach. Wenn ich jetzt Dame C6 mache, kommt Dame E6 Schach. Und dann, wenn der Läufer dazwischen zieht, Springer F5. Ich glaube, für mich ist das wirklich das beste große Rochieren. Wenn Turm D3 kommt, mache ich Turm B8. Vielleicht Dame C6 im nächsten. Springer G6. Ach, ich habe gar keinen Turm G8. What the heck?
Man steht so scheiße alleine, dass man so scheiße steht. Das reicht schon, damit irgendwann sowieso der Bock kommt. Das reicht schon vollkommen aus. Ich muss Tassi nach Hasin ziehen. Das ist natürlich hier Kretze und Kollera. Und sonst steht einfach der Turm ein, Turm G8. Das irgendwie ist da ganz schön was schiefgelaufen in der Eröffnung. Ich meine, auf Läufer B5 Schach würde man auch Springer D7 ziehen oder Läufer D7 oder solche Geschichten. Ich glaube nicht, dass Springer C6 und Läufer D7, dass das der große Knaller der Stellung war. Jetzt kommt Springer, schlägt F8, Turm schlägt F8, Dame D6, Dame D6, Turm D6. Stellt einfach den Bauern ein bei einer passiven Stellung, da kann ich noch beten, dass ich Remis krieg. Also heute ist kein guter Tag. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. What the heck? Dame G8. Ich befürchte, gleich kann ich ganz vergessen hier, das ganz vergessen hier ist kaputt. Was erwarte ich hier? Dame A4, Dame schlägt H7 und dann Dame schlägt A4 mit irgendwelchen Remis-Klamotten hier. Nee, das gebe ich auf. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht gelaufen. Das ist ja, auf was soll ich denn spielen? Auf Dame A4? Soll ich hoffen, den anzüglich matt zu setzen? Das ist ja immerhin das ist da Glasgow. Also, wo die mit Weltmeister geworden sind. Also, das war eine ganz schlechte Tour, was ich heute gemacht habe. Meine Güte. Ich frage mich, wo der Bock gewesen ist. War es wirklich Läufer D7? Ich glaube, das war E5. E5 war unfassbar schlecht. Aber was stattdessen? E6 wahrscheinlich eher. Wäre vielleicht besser gewesen. E6. Ja gut, dann würde der Bauer jetzt auf E6 stehen. Dann wäre Dame nach G8 gar nicht gegangen. Nee, das schmeiße ich hin. Gratulation, ich gebe auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.